Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MudRunner. So, er macht gerade seinen Nick-Start klar. Ich würde sagen, wir starten auch den MRN mal an. So, schöne Dreckswolke aus dem Ostpuff. Ich lobte die los, oder? Wir müssen nämlich heute Holz zum Sägewerk fahren. So, Handbremse los und feuerfrei. Abfahrt. So, ich hoffe ja, dass wir verlustfrei ankommen. Wäre natürlich mega schön. Würde ich mich auch stark darüber freuen und wäre auf jeden Fall massiv wünschenswert. Nicht wahr? So, wir krabbeln hier den Berg hoch und das sieht ja nicht mal so verkehrt aus. Okay. Okay, okay, okay. So, hier kommt Motter. Machen wir die Reifen nochmal schön sauber, dass der Dreck nicht alles auf der Straße liegt. Aber ich glaube, bis wir auf der Straße sind, ist alles schon wieder keimig. Ja. Komm, Junge, lenk doch mal. Zieh mal raus hier. Dann machen wir das Schild halt platt. Oder auch nicht. Doch, das legen wir mal hin. So, wir müssen hier irgendwie auf die Straße kommen. Und mit geradeaus fahren hat das nicht so, ne? Vielleicht sollten wir die Diff-Sperre rausmachen. Vielleicht lenkt er denn besser auf die Straße. Wir probieren einfach mal. Ich glaube, das war besser, ne? Hat der hier ein Dixie-Klo bei? Ja, zwei so, ja. Naja. Lass knacken. Jetzt fahren wir erstmal ganz auf entspannt, schön Straße. Ei, guck mal, wie sich die ganze Karre verbiegt. In sich. Oh. Das fährt sich wie ein Sack Schrauben, ey. So, wir schauen mal auf der Mappe, dass wir hier... Ah, guck mal, wir haben Holz beladen und schon sind die Blockstellen hier versiegelt, dass wir da nicht lang kommen. Da ist ein Ford F-150, mit denen haben wir nämlich den Beobachtungspunkt freischalten. Da kommen wir auch nicht lang, da müssen wir hin. Okay, ich hätte gesagt, der direkte Weg wäre durch Wasser. Traue ich mich nicht so richtig. Oder wir müssen uns rausziehen, dann fahren wir hier durch den Wald. Hier runter und da lang. Wollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir. Ich wollte eigentlich die Straße fahren, aber hey, komm. Ne? Let's fetz und so. Machen wir mal coole Sachen. So, das heißt, wir müssen hier abbiegen, richtig? Richtig. Wir machen mal die Differentialsperre wieder an, dass wir hier auch vernünftig durch den Matsch fahren können. So, ja. Siehste. Dann kneten wir mal los. War. Sieht ja noch recht trocken und vernünftig aus hier. Wenn der wirklich nasse, modrig und eklig und klebrig wird, dann wird es auch interessant. Aber noch läuft es, glaube ich. Ja. Die Aftermatik muss wieder sinnlos dumm schalten, aber wir lassen ihn einfach mal machen. Problem ist, die Furchen werden halt schon tief. Wenn wir hier wirklich nochmal lang krabbeln, was ich aber eigentlich nicht glaube, dann wird es halt schwieriger bei jedem Mal, ne? So, da vorne ist die Wasserdurchfahrt, glaube ich. Wir dürfen den auch nicht absaufen lassen. Wenn der Wasser zieht, haben wir verloren. Ist hier ein Holzverladeplatz, sag mal? Da ist das Sägewerk, oder? Ja. Genau, Straße rüber ist das Sägewerk. Wir sind schon am Wasserüberquerungspunkt vorbei. Okay. Wir müssen hier irgendwie runter. Ich glaube, wir kommen hier nicht durch. Och nö, jetzt sind wir hier falsch gefahren. Nee, da sind Felsen, da kommen wir nicht lang. Oh, Junge. Oder doch? Nee, wir kommen da drüben gar nicht raus. Da wäre Sand. Aber wir kommen hier nicht da vorne doch vielleicht. No. Kommen wir da durch im Wasser? Das wäre krass. Und wir müssen mal hier lang fahren. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauert, ne? Aber, ja, okay. Ich würde ja nur lenken, mein Freund. Was hältst du von der Idee, wenn wir hier mal lenken würden? Lenk doch mal. Der kennt nur geradeaus, was andere geht nicht. Der Anhänger tut noch sein Übrig dazu. Okay, so, hier wird's modrig. Interessant. Die Äste knacken. Wir fahren hier einfach mal lang. So, hier ist Strand. Sand, Strand. Aber ich glaube, der Fluss, der ist sehr, sehr tief. Vielleicht haben wir auch gleich ein Problem und bleiben wir einfach übel stecken.
Der direkte, kürzeste Weg wäre da vorne. Kommen wir da durchgefahren? Puh. Wollen wir probieren? Und los. Trau mich nicht, Leute. Irgendwie ist mich komisch. Gefährlicher Wasserstand. Das kannst du vergessen. Hier fahren wir wieder raus. Das ist auf jeden Fall zu tief. Okay, dann müssen wir hier wieder wegkommen. Ach nö. Dann fahren wir hier rückwärts wieder raus, wenn geht. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Ich würde einfach den Anhänger bitte gerade hier hochschieben wollen. Ja, so. Ich hätte da mal gerne ein Problem. Und zwar kommen wir hier nicht lang. Das ist schon mal schlecht. Dann war der andere Weg vielleicht doch der beste. Wenn wir Straße fahren. Wow. Na, kommst du hier hoch, Kollege? Mach mal was. Ja, schieb, schieb. Nein, der Hänger dreht sich weg. Das ist schlecht. Komm schon. Stell dir an, aber die hinten, ja? Ja, ja. Das sieht viel, 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 viel besser aus. So kann man das mal machen. So. Siehst du wohl. Vorwärts. Und dann fahren wir den Weg halt zurück. Naja, hätte ja klappen können. Wäre aber auch zu einfach, ne? Also, die Maps haben alle so einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Das ist schon echt cool gemacht. Das geht schon. Ey, Junge, komm, zieh den euren Scheißhänger hier durch den Modder. Was ist denn los? Jetzt lass mir mal die doof dastehen, ja? Komm schon. So. Eieiei, der Hänger hebt den LKW richtig aus hier. Krass. Schön driften durch Modder. Ja, geht. Also wenn er rollt, dann rollt er, ne? In Fahrt kommen ist oftmals schwierig. Aber der knetet hier so seinen Weg. Das geht. Problem ist, jetzt fahren wir genau den Modder durch, wo wir vorher als Weiche gefahren haben. Naja, okay. Ich denke mal, so schnell werden wir nicht stecken bleiben. Und habt ihr gesehen, am Sägewerk stand ein großer Trailer. Vielleicht können wir da mit einem LKW doch irgendwie Holz holen nachher. Mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall zu tun. Ja, da könnt ihr definitiv beruhigt sein. Wir werden uns hier ein bisschen durch die Pampa schlagen. Ich will die Mappe nämlich erfolgreich mit allen Aufgaben bewältigen, egal wie lange das dauert. Weil macht halt voll Bock. Ist auch echt herausfordernd ab und an. Ist ja nicht mal so easy peasy, aber kriegen wir alles hin. So, irgendwo da vorne ist die Straße, genau. Ich mag auch, wie die Bordwände hier wackeln und aneinander schlagen und das Holz drin rumschwabelt und der Pritschenaufbau sich verbiegt im Vergleich zum Leiterrahmen und Fahrerhaus und also Fahrzeugphysik geht vollkommen klar. Total. Ist eine schöne Physik-Simulation eigentlich, ne? Ist so wie BeamNG, nur halt dreckig. Wenn ihr hier volle Kanne irgendwo gegenhämmerst, ist der LKW auch kaputt, ne? Ist halt so semi-geil, aber ja. Dafür kommt der dickfett Qualm aus dem Auspuff. Yeah. Oh, Handbremse wollte ich nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Weiter jetzt. Brücke. Ich würde jetzt nämlich sehr gerne so langsam die erste Holzfuhre abladen. Das wird uns einen Kopf machen, wie wir denn die nächste fahren. Komm, Junge, zieh durch. Zack. Oh, wie der einfedert, ne? Das sieht so geil aus. Und wir fahren da hin, na klar. Ach. Wenn du mit dem Straßenbesen die Toilette sauber machen willst. Das passt einfach nicht. Also irgendwie, ne? Tut er sich sehr schwer. Aber hart geht. Es geht. Und macht Bock. Ne?
Vor allem, wenn er sich so megamäßig durch den Kartoffelsalat durchwühlt da, aber ist cool. So, warte mal, hier ist eine Straße. Müssen wir die Straße lang fahren? Ja, wir müssen. Und wir werden. Und los. Wir haben die Räder nochmal schön sauber gefahren gerade, dass der Mist doch auf dem Asphalt liegt. So, und ab nach dem Dreck drinne rein. Jetzt wird wieder interessant. Und es wird dunkel. Och nö, ich möchte nicht in der Nacht fahren. Ich sehe ja nicht, wo wir hier hinfahren, weil ich eigentlich... Ach, verdammt. Na komm schon. So. Na, dann mal los. Da vorne kommt eine Weggabelung. Wir müssen nochmal die Mappe fragen. Aber ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Falsche Menü. Ja, nach rechts, genau. Toll, jetzt fahren wir durch den Düsterwald. Ich will doch nicht im Dunkeln hier lang fahren, sag mal. So. Das Problem ist, wir müssen hier noch zwei, dreimal lang, ne? Und wenn der jetzt schon alles kaputt magelt hier mit seinen Reifen. Ja. Naja, gut. Da hilft dem Glück. Ah Gott, der Anhänger. Ich hab Schiss, dass der hier die Böschung abpfeift. Nö, sieht gut aus. Alle human. Dann können wir weiterfahren. Oh, ist geil wieder. Alle dicke, fette, schwarze Qualm aus dem Auspuff kommt hier. Das gefällt mir. Ihr braucht ihr für die Bilder, Leute. Ihr wisst doch Bescheid. Genauso. Ihr wollt aber zum Gucken haben. Sägewerk, hallo. Dann haben wir doch die erste Fuhre erfolgreich vor Ort. Das ist doch schön. Die erste Fuhre haben wir da. Entladen, 6 Punkte, bitte ja. Tada! So. Wir haben hier 6 von 8 und 0 von 8. Wir brauchen nochmal 2. Wo ist denn die nächste Verladestation für Holz? Holzstation, da. Wir können ja ohne direkt hier hochfahren. Das geht ja. Wir kommen hier durch, weil Blockstelle ist ja offen. Unbeladen kommen wir lang. Beladen müssten wir uns hier wieder durch den Dreck fummeln. Aber hier ist auch eine Blockstelle. Wir müssten wieder außen rumfahren. Boah, Junge. Wir könnten aber auch hier nochmal hinfahren und den gleichen Weg nochmal zurück. Wir könnten noch mit dem Freikleiner versuchen, einen Trailer zu holen. Kriegen wir hier bei der Werkstatt einen Trailer ran? Hier stand irgendwo einer, ne? Also, laut dem, was ich gesehen habe, stand doch hier ein Trailer. Ja, da ist er doch. Mit LKW dran. Guck mal. So ein Langholzgerät. Wollen wir damit mal eine Runde drehen? Das wird lustig. So, Handbremse. Wir steigen hier ein. So, Kollege, start mal. Oh, wir haben Allrad. Das ist schon mal mega. Wir haben eine Hupe. Die macht Krach. Und Schallwellen. Guck mal, im Wasser sieht man Schallwellen, in der Pfütze vorne am Rad. Das ist so geil. So, wenn wir ein Problem haben, können wir den MAN holen, davor hängen mit der Seilwinde und bergen. Na, dann machen wir uns damit jetzt auf den Weg und holen nochmal Holz. Hinten das Rad vom Hänger dreht, weil es in der Luft hängt. Seht ihr das? Das ist so geil. Genau. Holzverladestation. Wir holen nochmal von da, ne? Wir fahren hier lang. Immer durch den Wald, bis dahin. Mal gucken, Blockstelle ist ja offen. Wir können hier eigentlich lang fahren. Wenn wir hier Langholz ran schaffen, dann kriegen wir auch mehr Punkte, theoretisch.
Wir müssen noch 10 Punkte holen. 2 für das eine Sägewerk und 8 für das andere. Okay. Ich habe nämlich mega Bock, mit den ganzen Fahrzeugen hier nochmal zu fahren. Wir müssen hier im Wald drin, ne? Ja. Hier ist nämlich die Blockstelle. Boah, und ich möchte nicht im Dunkeln. Ich sehe hier gar nichts. Hat der. Sag mal, hat der kein Licht oder was? Zappenduster. Oh nö. Guck mal, wie der jetzt schon am Schmieren ist. Der macht einfach nur so Sachen. Na, geht aber. Okay. Interagiere. Alter, da wären wir fast hingehämmert. Die Reifen haben mir quietscht auf der Holzbrücke. Das ist krass. So. Rechts rum ist richtig rum. Okay, dann los. Wenn wir einfach ganz schnell fahren, dann klappt das. Und wenn wir Glück haben, sind wir beladen und kommen auch relativ zeitnah wieder zurück. Och nö. Der fängt jetzt schon an zu wühlen. Der ist doch... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alter. Nee. Mach keinen Quatsch, Junge. Das war gerade anstrengend und der hat noch nicht mal Last drauf. Also den müssen wir definitiv rausziehen. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Aber hallo. Aber wird cool, wenn wir hier rausziehen müssen, ne? Nicht schlecht. Man kann theoretisch auch Holz selber rücken und beladen und eieiei. Aber wir wollen hier erstmal einfach bloß zum Holzverladepunkt kommen. Wenn wir jetzt den Weg hier immer weiterfahren, müssen wir direkt drauf zukommen eigentlich. Interessant wäre nur, dass wir hier die Brücken auch treffen und nicht abschmieren. Wenn wir hier im Wasser graben oder im Flussbett liegen, dann haben wir halt auch keinen Preis gewonnen. Von daher müssen wir hier sehr, sehr langsam rüberfahren und bedacht. So. In der Nacht. Klasse. So, und den Weg fahr mal 3-4 Mal lang, dann hast du hier nur noch Quark und Pudding. Das ist dann nicht mehr cool. Überhaupt nicht. Vor allem die Lenkung ist so schon echt... Ja, ne? Massiv gewöhnungsbedürftig. Aber hier sind Laternen. Sind wir schon am Verladeort? Komm schon, zieh durch, Junge. Komm. Ja, ja, hier steht der Freikliner, dann sind wir da. Gib Kette. So, warte mal. Damit sollten wir auf jeden Fall Richtung Straße fahren. Ne? Ich habe keinen Bock, damit hier nochmal durch den Modder zu kneten. Zumal wir da hinten eh nicht durchkommen, weil da ist nämlich die Blockstelle denn zu, sobald wir Holz auf den Anhänger haben. Deswegen hätte ich gesagt, wir positionieren uns hier erstmal gerade. Oh Gott, diese Kameraführung. So. Was können wir mitnehmen? Fahrzeug kann diese Ladung nicht tragen. Platz den Truck. Aha. Wir müssen gerade parken, dass der das hier raufschmeißen kann, oder was? Oh, Junge. Das war aber ein schön Klose da vorne. Mit Captain Freikliner, aber... So, kriegen wir jetzt Langholz ruf. Das wäre natürlich krass. Platziere deinen Truck richtig. Was ist denn passiert, Junge? Mach mal. Jetzt geht, oder? Was ist denn? Stimmt der Winkel nicht? Was hat er denn? Anhänger lösen, Truck wechseln. Nee, ich will den Anhänger nicht lösen. Ich will eigentlich fahren. Was ist denn? Hallo? So. Ich will einfach aufladen. Mach mal voll. Was hat er denn? Ihr seht ihn nicht. Hilfe. Geht immer noch nicht. Warte mal. Windenpunkt. Nee. Anhänger lösen. Anhänger ankuppeln. Okay. Weil wir nicht 100% gerade stehen oder warum? Was ist denn hier los?
Aber wie war denn das nochmal? Sag mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ist das, weil wir nicht gerade stehen? Platziere deinen Truck richtig. Na, was willst du denn von mir? Müssen wir den hier gerade hinstellen? Das wird doch nicht. Dann kommen wir doch hier nie wieder raus. Okay, wir parken mal vernünftig ein. Ich weiß nämlich nicht genau, was der von uns hier möchte gerade. Jetzt belade Dild, sag doch mal. Holztransport mit Kran. Etwas muss montiert werden. Jetzt vielleicht? Ja! Ei, oh, guck mal, die Stöcker, die hängen hinten aber rüber. Junge, Junge! Und Abfahrt. Kommen wir damit überhaupt raus hier? Ich bezweifle der bald, aber Allrad ist am Start. Sind die ja nicht festgegurtet, sag mal? Ist da noch nicht mal eine Kette oder irgendwas rum? Hör mal auf jetzt. Guck mal, wie die rumschwabeln. Alter, geil. Na, das macht ja Bock. Na, dann mal los. Und ihr könnt wetten, wir müssen hier bald so ein Bergungsteam holen. Weil der wird hier verrecken unterwegs irgendwo. Der wird noch nicht mal lange dauern, denke ich mal. Ei, der Daus. Na, dann mal los. Oh, das wird lustig. Und ich sehe ja nichts. Und hier ist schon so modrig. Och, nö. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Ich mache mir nämlich gerade sehr, sehr wenig Hoffnung eigentlich. Alter, und die Karre muss getankt werden. Och, nö. Und jetzt wühlt er sich ein, weil der Anhänger stecken bleibt, ne? Nein! Komm schon. Komm schon, sei ein Mann. Streng dich an. Ja, ja. Und wir machen gerade den Weg so richtig massiv böse kaputt. Das Thema ist erledigt. Der steckt hier fest, Leute. Der steckt hier einfach massiv fest. Richtig böse festgefahren. So, Handbremse. Ich würde sagen, wir holen mal den W50 und versuchen damit hier was rauszuholen, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen? Auf jeden Fall müssen wir den erstmal hierher schaffen. Das sollte ja machbar sein. Können wir hier noch irgendwas drauf bauen? Holz brauchen wir mit den... Sprit? Sprit wäre cool. Ein Fuel Tank. 2000 Liter... Wobei... Ach, wenn wir die so schwer machen... Kurzholz. 3 Punkte kann der? 3 Punkte? Alter. Nö, machen wir hier, ne? Nicht verfügbar. Schade. Ein Spritanhänger. So, weil wir das hier dran haben, ne? Jetzt geht das. So. Haben wir Sprit auch voll? Nee. Egal, wir fahren mal dahin und schauen, ob wir den da rauskriegen. Weil ich glaube nicht, dass der Anhänger voll ist mit Sprit. Boah, Leitplanke. Oh Gott, der fährt sich auch so ekelhaft schwammig. Aber irgendwie sehr niedlich, ne? Wie wir so lang krabbeln, lang hoppeln mit dem Ding hier. Hat der ja kein Licht, sag mal. Wollte mal Licht hier irgendwo einschalten? Jo. Aha.
viel besser. Man kann im Dunkeln was sehen. Das ist ja krass. Na denn, los. So. Warte mal, wir kommen doch an der Tankstelle vorbei, oder? Ja, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Und dann werden wir den ganzen Krempel hier mal voll tanken. Und dann werden wir hoffentlich unseren LKW wieder rausziehen. Das könnte sehr interessant werden. Und die 6 Punkte Holz, die würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen wollen. Wow! Leitplanke, Hilfe! So, erstmal zur Tankstelle, ganz wichtig. Oh Gott, der fährt so langsam. Also gefühlt ist das jetzt nicht so cool. Oh Mann. Aber das ist halt das Geile, wenn du hier im Multiplayer spielst, du kannst dich halt gegenseitig unterstützen, ne? Rausziehen, helfen, gemeinsam Aufgaben erfüllen, das ist halt schon echt cool. Und du siehst ja, alleine geht's halt nur sehr, sehr, sehr schleppend voran. Du bist oftmals halt wirklich voll auf Hilfe angewiesen und da ist das schon echt nicht schlecht, wenn man wirklich mal... Hey, wie haben sie die... Achso, die Fässer sind alle einzeln auf der Palette angegotet. Ist das echt nicht schlecht, wenn man sich da gegenseitig unterstützt. Macht auch sehr viel Spielspaß aus im Multiplayer, definitiv. So, Tankstelle, dann gucken wir mal, wie wir die ganze Geschichte hier voll getankt bekommen. So. Ah, hier. Jetzt ist er schön voll und los. Der LKW ist voll. Die Fässer sind alle voll. Jetzt dürfen wir nur die Abfahrt nicht verpassen. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott, wir haben noch einen Meter. Okay. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Gewicht. Vielleicht hilft uns das ja beim Rausziehen. Wir werden sehen. Okay, wenn er schon am Motorloch hier verzweifelt, habe ich gerade echt wenig Hoffnung. Aber okay, wir schauen einfach mal. Unter Umständen. Ah, es wird hell draußen, ne? Okay. So, hier müsste bald der Abzweig kommen. Hier, genau. Hinter der Leitplanke, glaube ich, geht's runter, da wo die Schilder stehen. Und es wird hell. Wir kommen. Aber wir waren ja schon fast auf der Straße eigentlich, oder? Ich habe fast das Gefühl, wir sollten hier... Da steht er doch. Wir sollten rückwärts da ranfahren. Boah, komm aus dem Wald raus, Junge. Du hast doch nicht verloren. Bleib mal auf dem Weg, ja. Sonst finden wir doch nie wieder nach Hause hier. Die Hilfe naht. Okay. Ach, mit der Kamerasteuerung so ein bisschen gucken ab und zu. So, wenn wir hier rückwärts ranfahren, können wir nämlich die Seilwinde eigentlich anbringen und dann sollte der... Oh Gott, der ist ja bis zur Stoßstange weg. Oh Junge. Na, ob das was wird, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Ich bin gespannt. Wir müssten den erstmal voll tanken, den Western Star, und dann würde ich die Winde anbringen und dann müssten eigentlich beide LKWs laufen und auch gleichzeitig Gas geben, sobald wir vorwärts fahren und dann kommen wir hoffentlich mit der dicken, fetten Holzstammladung hier raus aus dem ganzen Loch. Würde sich nämlich megamäßig lohnen beim Sägewerk, ja. Ne, wie gesagt, beim nächsten Mal, ich freue mich. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Rennihauen.